Sie waren schon sehr früh da, habe ich gehört, um 8 schon. Ist das normal oder war das heute irgendwas anders alles? Nein, das ist normal. Ich bin morgens immer um 8 Uhr hier. Trainer war da, Manager ist aber nicht da gewesen und der Präsident ist auch nicht da gewesen. Sie haben ab und zu mal hochgeschaut, haben wir gesehen. Wo hochgeschaut? Zum Präsidentenbüro. Nee, also da haben Sie was Falsches gesehen. Das heißt, Sie sind ganz entspannt und gehen auch davon aus, dass alles so bleibt, wie es ist. Sie bleiben Trainer und nichts wird sich ändern beim TSV 1860? Nein, ich weiß nichts anderes. Ich bin hochmotiviert und das ist Stand jetzt. Sie hatten auch gestern gesagt, dass Sie hochmotiviert sind und großen Spaß am Job haben. Wie viel Masochismus braucht man, um beim TSV 1860 im Moment Spaß zu haben? Nein, überhaupt nicht. Ich orientiere mich an der Arbeit mit der Mannschaft. Die Mannschaft zieht top mit, nach wie vor. Und das ist das, was mir einfach Freude macht. Und das ist das, wie gesagt, wo ich mich dran orientiere. Haben Sie Signale schon bekommen vom Manager, vom Präsidenten? Welche Signale? In irgendeiner Form? Nein. Aber Sie werden gestern sich unterhalten haben nach dem Spiel, nach dem 1:1. Sie hatten vorher gesagt, ein Trainer, der gewinnt, wird nicht rausfliegen. Glaube ich, ja. Sie haben ja nicht gewonnen. Aber was wollen Sie jetzt von mir? Also was soll ich Ihnen jetzt dazu sagen? Ja, ob Sie in irgendeiner Form mit dem Trainer, mit dem Manager gesprochen haben, mit dem Präsidenten gesprochen Ich habe mit dem Manager gesprochen, aber wenn Sie auf die Frage hinaus zielen, ob es um meine Person ging, kann ich Ihnen sagen, nein. Also mit absolutem Respekt vor dem Internet und auch vor demjenigen, der das geschrieben hat. Für mich ist aber maßgeblich. Christian Ortleb, der gut. Schauen Sie, das ist nochmal. Nochmal. Sie können Sie mich jetzt hier mit Sachen konfrontieren, die ich jetzt noch nicht gelesen habe, aber nochmal mit allergrößtem Respekt davor, was geschrieben wird, ja, orientiere ich mich an dem, was die für mich maßgeblichen Leute mit mir besprechen.